War die M2-Prozessorfamilie von Apple vielleicht ein Flop? Am Dienstagmorgen, zumindest hier in Deutschland, hat Apple sich die Zeit genommen, ihre neueste Prozessorgeneration für uns vorzustellen. Aber hier lief alles ein kleines bisschen anders als die letzten zwei Male. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass nach der Revolution, welcher der M1 war, sich Apple vielleicht ein bisschen mit dem M2 verkalkuliert hat? Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Los geht's! Bevor wir zum richtigen Thema kommen, merken wir uns nur ganz kurz ein kleines Zitat, welches ziemlich sinnbildlich ist und extrem aus dem Kontext gerissen. Und das ist auch nicht von mir. Ich sehe keinen Grund für ein Upgrade. Ich erkläre gleich, worum es geht. Hand aufs Herz, Apple-Prozessoren sind eine ziemlich geile Kiste. Ganz egal, ob in Smartphones oder mittlerweile auch in Macs. Und der M1 und der M2-Chip aus den letzten zwei eigenen Apple-Silicon-Generationen hatten einiges gemeinsam. Und das fing ja schon beim Release an, denn beide Generationen wurden vorerst einzig und allein in ihrer Grundversion vorgestellt und in strategisch wertvolle Produkte gepackt, damit irgendwie jeder so ein kleines bisschen hineinschnuppern kann, außer vielleicht die super-duper Pros. Das lüfterlose und ultraleise MacBook Air für allerlei aller Weltstätigkeit. Das 13 Zoll MacBook Pro, welches als einziges den Namen MacBook Pro nicht so richtig verdient, und als stationären Preis-Leistungs-Hit den Mac Mini. Na gut, der M2 bekam ja relativ kurz nach seinem Release ja noch das redesignte MacBook Air, aber das ruiniert ein kleines bisschen meine These, also weg damit. Und nach ein paar Monaten wurde dann in beiden Prozessorfamilien richtig Gas gegeben, mit den Pro, Max und Ultra Prozessoren der jeweiligen Versionen. Und ja, ich weiß auch, dass sich der Tonus im Allgemeinen zwischen der M1 und M2 Generation ein kleines bisschen unterscheidet, aber das allgemeine Bild ist hier das gleiche. Als erstes die Grundversion zum Anfüttern und für all diejenigen, die noch mehr brauchen, dann halt die aufgebohrten Super-Killer-Prozessoren. Beim M3 ist hier aber alles ein bisschen anders gelaufen. Denn in dieser Generation ist der M3 gleichzeitig mit dem M3 Pro und M3 Max herausgekommen. Was ungewöhnlich ist und auf den ersten Blick gar nichts Besonderes sein könnte. Aber auf der anderen Seite, zumindest für mich, könnte das der Todesstoß für den M2 sein. Wäre ich ein M2-Prozessor, würde ich mich etwas bedroht fühlen, denn dieser hat im Prinzip kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ja, ich weiß, das M2 MacBook Air. Aber seien wir auch ganz ehrlich, für 400 Euro mehr gibt es ja jetzt auch das 14 Zoll MacBook Pro mit dem M3 Normal-Chip, welches dann standardmäßig das bessere Display, eine etwas bessere Anschlussmöglichkeit für alles andere hat und dann auch noch standardmäßig mit viel mehr Speicher um die Ecke kommt. Quasi doppelt so viel Speicher. Ich wüsste, wofür ich mich entscheiden würde. Und darüber hinaus, dass der Mac Mini, Mac Studio und Mac Pro im Laufe der nächsten Wochen oder Monate auch das komplette M3 Refresh bekommen, ist sowieso nur noch eine Frage der Zeit und naja, ganz klare Sache. Aber kommen wir zurück zu dem Zitat vom Anfang des Videos. Ich sehe keinen Grund für ein Upgrade. Das Zitat kam nicht von mir, habe ich ja schon erwähnt. Und es waren die abschließenden Worte zu einem Test vom MacBook Pro 16 Zoll mit dem M1 Max Prozessor. Prozessor. Von wem kam dieses Zitat? Von Marques Brownlee. Für all diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist einer der größten YouTuber aus dem amerikanischen Bereich, wenn es um Technik, vor allem auch um Apple-Technik geht. Und er ist an den Punkt angekommen, wo er sich, meines Erachtens nach, mit seinen Mitteln sowieso jedes Upgrade gönnen könnte, was er haben möchte. Zudem ist er an einem Punkt angekommen mit seinem Kanal, dass Zeit nun mal für ihn auch Geld bedeutet. Und auch wenn er nicht mehr die ganz aufwendigen Videos für seinen Kanal selber editiert, macht er trotzdem immer noch ganz schön viel Editing-Arbeit selber. Und das nicht selten von unterwegs. Und dieser nutzt quasi seit dem Release des M1 Max nur noch sein 16 Zoll MacBook Pro mit dem M1 Max Prozessor, obwohl er schon die Möglichkeit hatte, den M2 Max Prozessor auch in einem vergleichbaren MacBook Pro zu testen. Und er sah hier einfach den Grund und die Notwendigkeit für ein Upgrade nicht. Und ich denke, das kommt daher, dass M1 und M2 Prozessoren extrem viel gemeinsam haben. Und ich meine das auch abseits von dem typischen Veröffentlichungstonus. 5 Nanometer Herstellungsverfahren, Leistungspotenzial, Stromverbrauch und so weiter und so weiter. Abgesehen von der Tatsache, dass man den M2 Max Prozessor, glaube ich, mit etwas mehr Prozessorkernen und mit etwas mehr RAM-Speicher ausstatten konnte, sind sich beide Prozessorfamilien einfach viel zu ähnlich, um hier einen echten Mehrwert bieten zu können. Vor allem, weil der M1 Max Prozessor sowieso ziemlich stark war. Und die Nachteile der M2 Prozessorfamilie zeigen halt hier nicht nur die Leistungsdaten, sondern auch die Verkaufszahlen. Der M1 war ein Kassenschlager, eine eierlegende Wollmilchsau und war ein Geniestreich von Apple, welcher sich verkauft hat wie warme Semmeln. Und abgesehen davon hat Apple mit der M1 Prozessorfamilie das komplette Prozessor-Game auf den Kopf gestellt. AMD und Intel sind ganz schön ins Schwitzen gekommen und alle arbeiten jetzt irgendwie dann doch an der Technik, welche es halt möglich machen, SoCs oder ARM-basierte Prozessoren irgendwie salonfähig zu machen. Und nach einem solchen Geniestreich hat selbst Apple Schwierigkeiten, da nochmal einen draufzulegen. Der M2 war einfach nicht mehr genug.
Die Verkaufszahlen der M2-basierten Macs waren schon sehr früh sehr konservativ. So konservativ sogar, dass Apple zeitweise so manche Modelle sogar auf quasi Produktionsstopp gestellt hat. Und ich glaube, die einzigen M2-Modelle, die sich hier wirklich verkauft haben, sind die, die es nicht in einem M1-Pendant gab. Wie zum Beispiel den Mac Mini mit dem M2 Pro, der Mac Pro nicht umsonst und das MacBook Air M2. Wenn man aber schon einen Mac hatte, welcher einen M1, Pro, Max oder Ultra hatte, war ein Upgrade auf den M2 einfach eine dumme Idee. Die einzig dümmere Idee wäre gewesen, sich einen M2 Mac neu zu kaufen. Denn seien wir ganz ehrlich, ich habe ja schon gesagt, die M1 Leistungswerte sind einfach immer noch over the top und die gibt es gerade in einem echt guten Deal. Ich vermute einfach, dass diverse Konfigurationsmöglichkeiten viel zu früh einfach in viel zu großer Stückzahl vorproduziert wurden und vielen Leuten einfach viel zu teuer waren. Das war ganz schön viel, viel. Wie dem auch sei, selbst wenn man jetzt noch die ganzen einschlägigen Preisvergleichportale oder irgendwie sowas abklappert, findet man teilweise richtig gute Deals auf richtig überzüchtete M1 Max MacBook Pros. Und ich glaube, dass all diese kleinen Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, viele Gründe dafür waren, dass Apple einfach für den M2 etwas früher die Reißleine gezogen hat, als es normalerweise üblich ist. Aber lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Beste Grüße von der Grünwiese, euer Manoah.